Hallo Leute, willkommen zu einem neuen LP. Wie ihr seht, ist es Minecraft. So, doch bin ich nicht allein. Ihr seht da, der liebe XX1996 will mit mir spielen. Ja, me. Guten Tag. Er wird auch dieses Let's Play leiten. Also, könnte vielleicht sogar sein, dass ich mal gar nicht dabei bin. Aber das kann man noch gar nicht herausbeschwören. So. Ja. Ah, wir wollen jetzt hier ein Together, soweit ich weiß, starten, ne? Ein bisschen. Ja, dann fangen wir einfach mal an. Holz abbauen. Genau. Der Baum ist toll. Ja, es lacht ein bisschen. Aber egal. Muss so. Das ist gewollt. Ja, es gibt keinen Minecraft-Server ohne Lagen. Doch. Sind jetzt eigentlich auch diese Sideway-Dinger in den Bäumen platziert? Weil das war ja, hieß ja mal die ganze Zeit nach dem Update, weil ich hab die nie gefunden. Die sind hier die ganze Zeit, ich baue die ganze Zeit ab, nur so. Ein okay. Apfel, ich hab einen Apfel. Yay. Du wirst nicht verhungern, aber ich. Wenn du stirbst, darf ich dich essen? Ich werde niemals sterben. Gehst dreimal drauf, bevor wir das erste Eisen finden, also bitte. Oder geht drauf, bevor wir das erste Eisen finden. Hey, das ist nicht nett. Kennst du auch, das ist ein Running Gag. Jetzt nicht auf YouTube, sondern in meiner Klasse. So, ich habe jetzt unglaublich viel Holz. Ich klatsche mal gerade eine Workbench hin. Ja. Ja. So, wie er sicherlich schon bemerkt hat, nehme nicht ich auf, sondern der liebe Muddy. Jo. Ja. Was mache ich da? Bin ich doch gerade froh drüber, dass er aufnimmt. Weil bei mir lag es gerade enorm. So, ich würde sagen, wir sorgen erstmal dafür, dass wir die Nacht überstehen. Wir spielen nämlich mit Monstern, sind ja keine Pussys. Genau. Und erstmal ein paar Ressourcen sammeln und dann erstmal raus aus dem Dschungel. Im Dschungel kann man nicht bauen. Dschungel bauen sind doof. Naja, also ich habe schon mal im Dschungel gestanden und habe mir richtig geile Baumhäuser gebaut. So, ganz oben, auch ohne Dach, da habe ich einfach die Baumkrone als Dach genommen. Und dann habe ich, Hängebrücken von Baum zu Baum gebaut. Das sah schon recht nice aus. Aber am Anfang mit wenig Ressourcen uneffizient. Ja, das ist ein bisschen schwer. Fäll du gerade noch ein bisschen Holz, ich mach dir gleich eine Steinaxt. Okay. Warte, ich schmeiß den Stein, den ich eben abgebaut habe, auch zu. Ich mach dir gleich zwei Steinäxte. Dann sorge ich dafür, dass wir gleich ein bisschen Unterschlupf in der Höhle finden können. So. Da hast du zwei Steinäxte. Ja. Machen wir gerade eine Steinpicke. Ein Apfel. Und einen Ofen. Da ist noch ein Apfel. Super. Jetzt haben wir beide zwei Äpfel. Oder wie viel hast du? Schmeiß noch Holz, was du hast, gleich in den Ofen. Denn wir brauchen ja auch Fackeln. Lagt bei dir eigentlich auch so willst, oder geht es? Ich habe fast die ganze Zeit 30 Frames, vielleicht mal 29 oder so, aber das läuft flüssig. Das ist gut, ja. Das habe ich glaube ich auch immer, wenn ich Trackman hier aufnehme. Achte ich nicht so wirklich drauf. Außer wenn es dann halt mal nicht rund läuft. So, man sieht hier gerade leider ein bisschen wenig. Ich sorge aber dafür, dass wir gleich am Fackeln rankommen. Hast du Holz reingeschmissen? Sofort, ich will nur den Bau zu ändern. Wohl, warum heizen wir mit... Warum will ich mit normalem Holz heizen? Wir können erstmal meine Holzspitzhacke verpfeffern und dann noch ein paar Setzlinge, weil wir haben sowieso zu viel. Wir wohnen hier direkt im Dschungel. 12 Setzlinge habe ich und ich bin nicht mal der Holzfäller. Klatsch es rein. Mach ich mal ein bisschen Holzkohle. Jo. So, dann kommen die Setzlinge rein. Muss ich mir gleich ein bisschen Kohle klauen, sonst sieht niemand was. Ja, was können wir mal sagen, mit was wir alles an Mods drin haben, sofern man das Mod nennen kann. Wir haben nur
ein Grafikmod, Optifine, kennt eigentlich fast jeder. Wenn nicht, ausnahmsweise mache ich mal eine Verlinkung rein. Wer noch MC-Patcher nutzt für HD-Texture-Packs, das ist Müll. Optifine ist viel besser. Nutzt Optifine. Optifine for the win. Ja. Ja, Optifine ist richtig gut. Und wie ihr seht, haben wir beide Capes. Nein, ich habe den Cape-Mod nicht drin, habe ich vergessen. Nee. Also keine Capes mache ich dann zur nächsten Aufnahme. Bei mir hast du aber einen Cape. Ja, du hast den Mod drin, ich nicht. Ah, okay. Cool. Dazu kann ich dann auch eine Verlinkung zur Seite machen. Ja. Ausnahmsweise. Und dann nie wieder, weil ich faul bin. Muhaha. Wenn ich frag, was ich für einen Skin habe, den kennt so gut wie niemand, den Typen. Das ist aus meinem Lieblingsspiel, einer meiner Lieblingscharakter. Das ist der Jäger, so heißt der Typ, aus Spyro Dawn of the Dragon. Und den habe ich mir selbst zusammengeschustert. Er ist ein Tiger, er ist gepunktet. Das reicht. Wann sind Tiger bitte gepunktet? Ja, nicht Tiger, Puma oder was auch immer. Ich glaube, die Paaren waren gepunktet, soweit ich weiß, oder? Ich weiß es nicht, ich kenne mich mit den Viechern hier aus. Ich weiß, wie meine Katze aussieht, das reicht mir. Wir wollen studieren, sondern Minecraft spielen. Ach ja. So, wie sieht das denn nachher aus mit dem Häuserbau? Bauen wir uns jeder eigene oder eins großes zusammen? Erstmal müssen wir zusammen in Doppelbetten schlafen. Apropos schlafen, hast du schon vielleicht ein paar Schafe so gefunden? Ah, man hat schon erst Zombies. Ja, da hinten waren welche. Ich geh mal los, die waren hier am... Nee, nicht losgehen. Mir ging es nur gerade darum, ob hier Schafe in der Nähe sind. Denn ich habe Eisen gefunden und mit Eisen kann man Scheren machen. Und mit Scheren kriegt man schön viel Wolle. Ich glaube, ich habe sogar eine Kakao gesehen. Kakao nimm mit. Und da hinten sehe ich ein weiß etwas, was wahrscheinlich ein Schaf ist. So, das restliche Tropenholz, was da noch drin war, nutze ich mal zum Anfeuern fürs Eisen. Weil ich immer noch keine normale Kohle gefunden habe. Und die Holzkohle, da brauche ich für Fackeln. Ich dachte gerade, was ist das denn? Im Fluss sah so aus, als wäre so ein Riesencreeper drin, aber es war nur ein Grasbüschel, der auf einem Dreckblock stand. Das sah gerade total so aus wie ein Creeper. Okay, meine Koordinaten verraten mir, dass unser Dschungel sehr weit hoch ist, schon fast auf einem Berg. 64 ist ja normalerweise Meeresspiegel und ich bin jetzt... Ach, was laber ich? Das ist die X-Koordinate. Ich bin doof. Ihr dürft mich alle doof nennen. Jeder... Du bist so richtig geflamed in den Kommentaren. Ja, ich bin doof. Philipp, es wird dunkel. Jo, nee, ich hab's gemerkt. Moment, wir sind sogar recht hoch fast. Wir sind fast hoch. Wir sind eins über... Krass. Nee, Moment. Die Koordinaten wurden geändert. Wir sind genau auf dem Meeresspiegel. Darum sind wir auch hier. Genau. Egal. Ich bin doof. Ihr alle dürft mich hassen. Rein in die Höhle. Es wird hier gleich Monster spawnen. Deswegen habe ich die Kakaobohnen auch erstmal links liegen gelassen da hinten. Aber ich sehe da schon was scharf. Wenn du herkommst, schmiede ich dir gerade eine Schere. Ich habe ein Schwert. Le Schere. Le wegschmeiß. Ja, erzähl mal, was für ein Picture-Pack du spielst überhaupt. Ich nutze das S. Sphex Pure BD Craft. Kann ich auch verlinken. Yay. Und zwar, ich glaube, die 128 Version. Also 128 von 128. Ich spiele mit Creative von Snake Diesel Pack. Finde ich ganz nice. Weiß ich, könntest du vielleicht auch linken, wenn du magst. Vielleicht. Boah, ich weiß, gefällt dir das Pack nicht so sehr? Ne. Schiebe. Nein. Jetzt aber, wo war das Schaf? Mist. Das hasse ich am Dschungel, dass das so undurchdringlich ist. Pass auf, dass du nicht gleich schon in der ersten Aufnahme drauf gehst. Wie lange nehmen wir eigentlich auf? Keine Ahnung. Egal, das können wir splitten. Ach, ja, wenn mal irgendwie wir plötzlich wechseln und so. Also, es wird plötzliches Schnitte geben, weil wir nicht irgendwie auf die Uhr gucken. Zumindest diesmal. Weil wir irgendwie faul und
doof sind. Mal geil, ein Schaf, drei. Drei Wolle. Und oh, das Schaf macht mir Angst, ey, danach. Dieses Gestampfe von denen. So. Ich habe uns schon einen kleinen Unterschlupf gebastelt. Mit drei Öfen, einer Werkbank und Platz für ein Doppelbett. Ah, oh, Philipp. Martin, eklig. Na gut, ich mach noch ein bisschen mehr Platz. Können die auch auseinanderstehen. Oh, ich schwöre mal lieber, da Monster ja bekanntlich ein bisschen langsamer sind. So. Jetzt mach ich hier fast ein Muster rein, ja. Hol ich mir jetzt noch die Kohle und die... Kakaobohnen. Kohle? Kohle? Was? Kohle. Ich habe Kohle gefunden bei den Schafen. Kohle, Kohle, Kohle. Nein. Nix. Nein. Wir sind kein Gronkh. Wir sind kein Gronkh, nein. Habt ihr nie gehört. Nix geklaut das. Du treibst dich rum. Das sind nackte Schafe. Philipp. Ja, dein Bruder schreibt mich gerade ins Skype an. Das ist natürlich jetzt gerade ziemlich nervig. Wieso stellt sich auch nicht auf beschäftigt? Apropos, verdammt. Beschäftigt. Okay. Mich hier anflamen und dann selber nicht geschissen bekommen. Ah, Moment. Geschissen bekomme ich, ich hab nur vergessen. Ich hoffe, ich sterbe jetzt nicht, wenn ich mich schon aufmache. Hoffe ich auch. Ich helfe dir mit meiner Spitzhacke. Wo bist du? Schon auch beschäftigt. Und naja, diese Zoom-Funktion, die ich hier ziemlich oft benutze, das ist auch von Optifine. Standardweise auf Steuerung. Autsch, das tat weh. Ach, da kommt was, da kommt was, da kommt was. Hui. Guten Tag. Da kommt ein Erdgolem geschwommen. Nee, Dracorex. Ja, das ist mal Minecraft-Name, glaube ich. Hast du 6 Wolle? Sag mir bitte, du hast 6 Wolle. Ich habe 7 und 2 graue Wolle. Wow, gib mir 6 Wolle. Was sagt man? Gut gemacht. Ich bedanke mich doch nicht bei dir, was willst du? Ich habe sogar noch 6 Tropenholz. Ein Bett. Anderes Bett. Auf die Öfen kann man immer noch zugreifen. Ich schlafe bei den Öfen, da schön warm. Wenn die Öfen aus sind. Genau. Super. Ich habe einen Screenshot gespeichert. Oh. Uah. So. Ey. Holz. Ich brauche Holz. Du bekommst kein Holz von mir.